Demnach laboriere der Österreicher an einer schweren Prellung im linken Knie, eine Bänderverletzung konnte ausgeschlossen werden. Das Gelenk werde nun ruhig gestellt und täglich von der medizinischen Abteilung des deutschen Rekordmeisters kontrolliert und behandelt, so der FCB. Hasan Salihamidžić befürchtete gar einen Kreuzbandriss bei David Alaba. Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist, hatte Sportdirektor Hasan Salihamidžić am Sonntagabend erklärt und sogar eine schwere Blessur nicht ausgeschlossen. Ich will über einen Kreuzbandriss nicht nachdenken. Wir müssen abwarten, wann Alaba wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen kann, soll je nach Heilungsverlauf von Tag zu Tag entschieden werden. Alaba war nach einem Zweikampf mit Danny da Costa auf Höhe der Bayernbank mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen geblieben. 75. Salihamidžić schlug beide Hände vor sein Gesicht. Weil die Bayern zu diesem Zeitpunkt schon dreimal gewechselt hatten, beendete der Meister die Partie zu 10. Punkt. Mehr zum FC Bayern und zum Super